Moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Graveyard Keeper. Bewerte diesen Part, join dem Community Discord und jetzt viel Spaß mit dem Video. Willkommen zurück, liebe Leute. Ja, wir haben in der letzten Episode ein bisschen was gebaut, ein bisschen was gelernt. Jetzt wollte ich einmal in den Garten schauen, ob ich hier irgendwas Neues bauen kann. Oh Gott, der Zaun sieht ja auch aus. Nee, nicht wirklich. Wir brauchen ja noch Wein für unseren guten Gary, ne? Ich weiß jetzt bloß nicht genau, wo ich denn sag mal schnell. Den Brauplatz bauen soll. Damit ich denn das Gärungsfass auch bauen kann. Weil hier geht's nicht. Im Garten geht's nicht. Hier unten kann ich nur das mit den Bäumen machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der Leichenhalle funktioniert. Nö, auch nicht. Lass uns doch mal ein bisschen im Dorf gucken. Vielleicht hat man da irgendwas übersehen. Die grünen Punkte nehmen wir hier nochmal mit. Wow, den einen? Ich dachte, es gab immer mehr. Ach, die hier geben ganz viele Grüne. Den kann ich nicht nehmen. Der Platz ist offen. Aber der Inquisitor ist halt nicht da, das ist jetzt halt Astrologe hier. Wir brauchen auch Federn. Und ich meine, ich habe Hühner gesehen im Dorf. Da müssen wir jetzt halt nochmal gucken. Ich weiß leider auch nicht mehr so ganz genau, was der Astrologe jetzt von mir wollte. Hier oben sind gleich die Hühner. Da. Das weiß ich halt bloß nicht. Hier kann ich handeln. Ah, guck mal. Also ich könnte Federn kaufen quasi. Das mache ich, glaube ich, mal. Ich kann nichts verkaufen. Egal, wir haben jetzt Federn. Hast du irgendwas für mich? Diggo? Ja, okay. Nur Hanf. Hanfseile könnte ich halt für die Kerzen nehmen, damit ich die Kirche auf 20 bekomme. Aber dafür brauchte ich, glaube ich, noch irgendwas. Ja, Diggo. Ich weiß. Ich nehme das auch einfach mal mit. Einfach mal alles mitnehmen. Vielleicht passt es denn ja irgendwie. Ich schaffe Säure. Restaurationswerkzeuge, dafür muss ich mit Schlange irgendwie ein bisschen besser stehen. Säure. Ja, okay, wow. Das hat's ja schon mal... Ah, hallo. Taschenbuch, was ist das? Gebundenes Buch, ein Buch. Effekt bei Benutzung. Kostet halt 5 Silber, ne? Ach, was. Okay, also wenn wir mal Geld haben sollten, kann man hier richtig gut einkaufen gehen. Die einfache Angel, die habe ich halt schon. Wie komme ich denn jetzt an Säure?
Also ich muss da ganz ehrlich sagen, so richtig durchgestiegen bin ich hier doch noch nicht durch die ganze Materie. Säure. Ich meine, es kann ja nicht sein, dass man das alles kaufen muss. Man muss es ja auch irgendwann irgendwie mal selber herstellen können. Ich guck mal kurz hier rein. Nicht heute, okay. So, reden. Ich brauche immer noch ein Siegel. Hier kann ich mir noch was essen und trinken besorgen. Ja, okay. Was verkaufst du denn? Ah, Rezepte. Kann ich mit dir quatschen? Auch. Okay. Finde 10 Papier und 1 Tinte. Ich hätte die eine Tinte vielleicht kaufen sollen beim Astrologen. Der ist jetzt mit Sicherheit schon wieder weg. Verdammt. Die eine Tinte hätte ich vielleicht... Ja, ich versuch's nochmal. Vielleicht habe ich ja Glück, aber er wird mit Sicherheit schon weg sein, weil ist ja kein Tag mehr. Wahrscheinlich kommt er mir hier gleich entgegen oder so. Und ich glaube... Ja, da ist er. Ich sollte mir das mal aufschreiben. Habe ich hier zufällig den Stift gerade liegen? Beschaffe Säure. So, ich schreibe mir das mal auf. Astrologe... Beschaffe Säure. Das ist nämlich so viel. Also es will ja gefühlt jeder irgendwas von mir. Und dann kann ich hier totes Pferd schon mal parallel schreiben. Ein Tinte. Ah, er läuft schon mal zum Friedhof. 10 Papier. Und Schlange wollte blutige Nägel haben? Schlange... Also ein Eimer Blut. Ich glaube, es waren 10 blutige Nägel, oder? Gut. Wir haben auch keinen Stein, ne? Ich gehe nochmal hoch zum Steinbruch. Da waren wir lange nicht. Wir waren lange nicht beim Steinbruch. Oh, 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 oh. Und da hieß es ja... dass da jemand in den Steinbruch kann, der nicht atmet. Wir haben ja diesen einen Untoten, aber den müssen wir erstmal zum Leben kriegen. Und da brauchten wir... Oh, da muss ich gleich auch nochmal gucken. Okay. Angeln hätten wir da gekonnt, aber... Braucht man, glaube ich, erstmal nicht mehr. Was ist nicht mehr? Braucht man erstmal nicht angeln. Das war Kohle, das ist nämlich der Brennstoff, der gute. Und hier haben wir ja auch tatsächlich was gebaut, aber nur die Lager. So, ist das hier für fertigen? Ein Marmorsteinbruch, dafür brauche ich ich nehme ja nochmal Balken mit. Stein, dafür brauche ich Keile. Oh, hallo, ich will doch nur was abbauen. Dann nehmen wir halt ein bisschen Erz mit. Also ich brauche auf jeden Fall Steinbruch. Äh,
10 Keile. Oh wow. Ich habe hier schon was gelagert. Brauche ich auch noch einen Steinschneider jetzt dafür? Wahrscheinlich ja. Also ich brauche 12. Ich schreibe mal 12 Balken. Und einen Steinschneider muss ich ja auch unbedingt hinpacken. Dafür brauche ich nochmal 4, also schreibe ich immer 16 Balken auf. Das hätte ich viel früher machen sollen. Den ganzen Kram einfach aufschreiben. Zur Hexe müssen wir auch noch wegen irgendeinem Kram. Aber die wird wahrscheinlich jetzt nicht da sein. Oh, haben wir das hier schon frei gemacht? Natürlich nicht. Okay. Hätte man auch noch aufschreiben können, was man dafür braucht. Oh ja, der laute Wasserfall wieder. Hier kriegen wir ein bisschen Flusssand, aber davon haben wir so viel, ne? Wir haben so viel Flusssand in der Kiste zu Hause. So. Wir predigen erstmal. Und Bienenwachs brauchen wir für Kerzen. Dafür habe ich ja auch das Hanf gekauft. Habe ich jetzt Bienenwachs bekommen? Ja, wo eins. Na, hier bekomme ich Steine. Ich bin viel zu weit gelaufen einfach. Und ihm können wir schon mal sagen, dass der Friedhof wenigstens cool ist. Die Kirche noch nicht ganz, aber da kommen wir auch noch hin. So, Friedhof sieht gut aus. Okay, und Bischof. 4 gute Fischfilets. Da müsste ich theoretisch, wenn ich geangelt habe. Oh wow, er verkauft Kerzen. Er verkauft einfach Kerzen. Ich kaufe mal eine. Scheiße, ich habe keinen Platz. Ich habe eine goldene Geschichte gekriegt. Ich will jetzt mal gucken, ob ich die eine Kerze. Hier irgendwo placen kann. Wieder eine Ressource. Yo! Ah! Die Kerzen. Ah! Nice. Okay, perfekt. Dann kriegen wir die Kirche auch ganz easy auf. Oh Gott, ich habe das Gebet nicht dabei. Oh, ich hoffe, ich bin nicht zu spät, wenn das jetzt. Oh Gott! Komm schon. Wo ist das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich glaube im Keller. Den Glauben brauche ich doch. Komm, 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 komm. Puh. Okay. Ich hätte
Ich hätte, wie viel brauchen wir jetzt noch, die Kerzen einfach kaufen sollen. Oh, wie viele da auf einmal ankamen. Ach ja, ich habe ja auch neue Bänke gebaut. Oh, ich hätte die Kerzen einfach kaufen sollen. Zerstören. Ja, hau weg die Stöcker. Oh mein Gott. Ich brauche nur noch zwei Kerzen. Ich glaube, er läuft jetzt aber auch gerade weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Rein, 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 rein. Ich brauche nur noch zwei Kerzen. Oh, ich will jetzt nicht wieder eine Woche warten. Ha! Handeln. Gib mir zwei. Okay. Komm, 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 komm. Deine Ressource, Kerze. Anfertigen. Anfertigen. So, du bist auf 20. Wehe. Nice. Und noch eine Geschichte. Huh. Nur noch ein paar kleine Veränderungen. Oh ne, jetzt brauche ich noch den Fisch auf jeden Fall. Das pflichtige Gebiet, das habe ich ja aber, meine ich schon. Okay, huh. Was mache ich denn mit den Geschichten jetzt? Das würde mich auch mal interessieren. Okay, Friedhof ist gut, wir brauchen jetzt Fischfilet. Das war im Toten Pferd. Da weiß ich auch schon wieder nicht, was ich für die Frau da machen sollte. Aber dafür schreibe ich das jetzt ja alles auf. So. Fischnuggets, Fischsuppe, gebratener Fisch. Omelett, Kuchen. Gebratene. Wie bekomme ich denn jetzt Fischfilets? Was mache ich hier dran? Ah! Aha! Ich zerhack mal den für Fischfilet. Blub, blub. Nee, da kann ich nur gebratenen Fisch machen. Ich mache mal einen. Und ich mache hier nochmal weiter Fischfilets. Das warte ich jetzt noch mal ab. Hopp, hopp. So, gebratener Fisch. Das ist ja aber kein Fischfilet. Oder kann ich mit dem gebratenen Fisch hier jetzt irgendwas machen? Burger. Nee. Nee, ich wollte. Oh. Ja gut, dann mache ich das auch nochmal schnell. Weißes Fischfilet. Die haben auch alle die gleiche Wertigkeit. Okay, ich brauchte für den Steinbruch oben die Keile. 16 Balken. Ich habe einen. Ich habe nur einen so einen dicken Holzklotz. Muss ich noch ein paar dickere Bäume fällen? Kann ich das schon? Nee. Kann ich den umhauen? Ja. So. Die legen wir mal dahin.
glaube, ich mache jetzt erstmal das tote Pferd. Blub, 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 gebratener Fisch. Was kann ich hier bauen? Hier im Keller! Hier im Keller baue ich's. 24 Steine, also ich schreibe auf Keller. 24 Steine. Und 8 Balken. Oh mein Gott. Dann bekommt Gary auch endlich sein Wein. Gary. Wein. Im Keller. Überall gucke ich nach, ob ich da irgendwas bauen kann. Und ich kann es im Keller bauen. So. Voilà. Beweise, dass man sich mit dir unterhalten sollte. Oh, 5 Glaube. Habe ich, glaube ich, bekommen. Und wieder zurück. Tschüss. Müsste ich bei der Predigt bekommen haben. Das schreibe ich mir jetzt nämlich nicht auf. Go, 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 go. Ah, es ist mitten am Tag, das schaffe ich. Ach, habe ich ja schön bei der Kirche gelassen. Ich hoffe, ich habe es hier reingelegt. Ich habe sogar 6, aber ich habe keinen Platz. Geschichte kommt damit rein. 5 Glaube, so. Das ist nämlich das Gute, hier den Weg freigemacht zu haben. Man kommt halt echt schnell vom Dorf bis in den Kirchenkeller sogar. Wenn man jetzt draußen rumrennen würde, das würde Ewigkeiten dauern. Weil das ist ja nicht 1:1 mit der Oberwelt. Also das kannst du mir nicht erzählen. So, Troller. Okay. Mal gucken. Aufgabe beendet. Nice. Oh, ich habe eine Geschichte bekommen. Ich mag Schmeicheleien. Okay. Ich habe ein paar Fragen. Frag nach Schlange. So. Boah, wie gemein sie ist. Okay. Schlange die falsche Münze geben. Wie heißt sie denn? Frau Anmut. Frau Anmut. Schlange ist ja auch bald wieder soweit. Geben. So. Ey, hallo. Hör auf zu schieben. Kann ich jetzt mit dir quatschen? Arr, nicht heute. Okay, dann halt nicht. Du brauchst ja immer noch Tinte und Papier, mein Freund. Gut, gut, gut. Das ist dann gleich wieder Merchant. Da muss ich mir auch noch aufschreiben, was er von mir will. Merchant. Okay, Kirche ist so weit schier, der braucht halt Fischfilet. Ah, und was mache ich jetzt eigentlich mit dem... Das frage ich ihn jetzt nochmal, was ich mit dem Untoten da machen soll, was ich dafür nochmal brauchte. Falscher Weg, Sid. Oh, also, ja, mit, also, ne? Und so langsam und so? Reden. Fucht. Irgendein Pulver und Blut. Wie hieß das Zeug jetzt? Wiederbelebungszutaten. Belebung. Pulver plus Blut. Ich brauche so viel Blut, ne? Ich brauche auch einen Eimer voll Blut für Schlange. Habe ich jetzt eigentlich die falsche Münze gekriegt? Lol. Ne. Warte mal. Falsch. Ich sollte Schlange irgendwelche falschen Münzen geben, aber
wenn es mir jetzt nicht gegeben hat, weil mein Inventar voll war, ne? Komm, den Schlüssel hau ich da auch mal rein. Also wie das... Die Chaoslösung. Oh mein Gott. Let's go. Vielleicht liegen die ja noch auf dem Boden. Ich weiß ja nicht, ob das despawnt. Kann ich theoretisch auch hier bleiben für den Merchant. Ja, jetzt hauen sich ja alle ab. Ich hab irgendwie... Ah, ja, die lagen hier tatsächlich auf dem Fußboden. Puh. Die Tür ist verschlossen, bis ich 30 Grinsebäckchen bei Horadrik habe. Ich hab 10. Was ist denn mit dem Sieg? Wie war das denn nochmal? Oh Mann, ey. Ich geschlafen, dann komme ich wieder für den Merchant. Tipp, 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 tipp. So, Freunde, gute Nacht. Bis zur nächsten Episode. So, Freunde, das war's mit dieser Episode. Und denkt dran, bewertet den Part, kommt auf den Community-Discord und bis zum nächsten Mal. Tschüss.